Ja, Freunde, was geht ab? Damit willkommen zu einer neuen Folge der Formel 1 2021 MyTeam-Karriere. Und heute eben der letzte Part von der ersten Saison. Wir sind auf jeden Fall endlich am Ende der Saison angekommen, heute eben in Abu Dhabi. Und es wird nochmal richtig spannend zum Abschluss. Und zwar mal ein Blick in die Konstrukteurswertung und da eben punktgleich. Zwar noch auf Platz 6, aber eben punktgleich mit AlphaTauri und Alpine. Alle drei Teams 57 Punkte, Freunde. Das wird auf jeden Fall nochmal richtig spannend. Spannend und auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, da noch ein paar Punkte mitzunehmen. Und dann hätten wir auf jeden Fall ein paar Millionchen mehr, wenn wir eben vor beiden Teams landen sollten. Wäre auf jeden Fall geil. Ansonsten sieht es ja ganz gut aus. Motoren sollten passen. Alle noch super im grünen Bereich. Also dürfte auf jeden Fall passen. Damit würde ich sagen, geht es auf jeden Fall rein. Ansonsten gibt es noch mal kurz ein paar Entwicklungen. Die Updates wurden gesichert. Ein neues Update ist sogar auch noch angekommen in der Aerodynamik. Deshalb eben wieder vor Alpine und vor Aston Martin und vor AlphaTauri. Also auf jeden Fall ganz nice. Schöne Mittelfeld und das wird sogar noch gemacht, also wir haben auf jeden Fall noch einige Punkte und dann gibt es auf jeden Fall ein paar spannende Sachen in der nächsten Folge. Gab auf jeden Fall wieder schön einige Punkte, auf jeden Fall nice. Oh, ich habe auf jeden Fall genug Punkte, um noch ein Update zu machen und zwar beim Halo 6% günstiger, kann man auf jeden Fall auch nochmal starten, weil wir sowieso noch mehr als genug Punkte dafür haben und da könnten wir später sogar noch eins machen und zwar das hier oder halt eben auch das hier, wenn das eine eben fertig ist, aber damit geht es auf jeden Fall jetzt rein in das Qualifying, damit im Qualifying und mal wieder der guten alten Lackierung wie zu Beginn der Saison. Bloß eben mit dem neuen Sponsor und zwar Lupo Industries, was sehr, sehr cool aussieht, wie ich finde. Und zwar vor allem eben dieses runde Logo davon an der Seite, am Heckflügel. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Erinnert mich so ein bisschen an das Chelsea-Logo damals bei Sauber war das, glaube ich, 2012. Das ist auf jeden Fall auch ganz cool. Hier in Rund eben dieses Logo. Und wie gesagt, wieder die klassische Lackierung. Schwarz und Gold. Die klassischen Lotus-Farben. Boah, das Rennen in Real Life in Monza auch mega krank, was da wieder abgegangen ist. Einfach mal Ricciardo als Sieger. Und Verstappen mit Hamilton mit dem Unfall eben. Das war echt sehr, sehr verrückt. Verstappen hat eine 3 Plätze Strafe bekommen. Und ich denke aber eher, dass es eigentlich ein Rennunfall gewesen ist. Also ein bisschen schade, dass die FIA da Verstappen jetzt bestraft hat. Für Sochi 3 Plätze nach hinten geht es dann eben in Qualifying. War auf jeden Fall mega krass. Aber auch irgendwie komisch dieser Zufall. Zuerst Verstappen mit dem langsamen Stopp. Und genau Hamilton auch mit bisschen langsamerem Stopp. Dass der eben genau dann direkt bei Verstappen rauskommt. Hätte Mercedes einen normalen Stopp gehabt, wäre Hamilton auf jeden Fall vor Norris und vor Verstappen. Aber es musste eben genauso passieren, genau dieses Timing. Ist echt krass gewesen und bei Verstappen eben auch einfach mal 11 Sekunden langer Stopp. Sehr, sehr verrückt auf jeden Fall das Wochenende. Und eben wie gesagt, Ricciardo gewonnen, Norris Zweiter, einfach mal mit klarem Doppelsieg. Und das Krasse dabei ist auch noch, dass McLaren eben aktuell in der Saison das einzige Team ist, was überhaupt einen Doppelsieg erst geschafft hat. Also nicht mal Mercedes oder Red Bull konnten dieses Jahr einen Doppelsieg holen. Das ist auf jeden Fall echt mega krass. McLaren einfach mal sehr, sehr cool. Vor allem freut es mich auch für Ricciardo, weil der ja am Anfang der Saison mega schlecht gewesen ist. Und jetzt eben seit Belgien oder Zandvoort auf jeden Fall immer besser geworden. Das freut mich auf jeden Fall echt mega für ihn. Ihr könnt auch mal gerne reinschreiben, wie ihr das seht, den Unfall zwischen Verstappen und Hamilton. Ob ihr findet, dass die Strafe gerechtfertigt ist. Es wurde ja damit argumentiert, dass Verstappen eben nicht auf einer Höhe, sondern etwas hinter Hamilton war. Aber trotzdem, sehr, sehr schade. Klar hätte Verstappen auf jeden Fall diese Auslaufzone nehmen können, aber Hamilton hätte auch ein bisschen mehr Platz lassen können, ganz ehrlich. Deshalb denke ich da auf jeden Fall, wie gesagt, dass das eben ein Rennunfall war. Beide hätten halt, wie gesagt, wieder mal mehr Platz lassen können oder als Verstappen ausweichen können. Das wäre wahrscheinlich die bessere Variante gewesen. Wäre Verstappen einfach da geradeaus über diese kleine Abkürzung gefahren, dann wäre Hamilton auf jeden Fall wieder vorne. Nochmal 7 Zehntel rausgeholt, sehr schön. Und damit sind wir auf Platz 17, also geht auf jeden Fall noch mehr. Oh, jetzt ein bisschen Stau hier gegen Ende der Session. Aber mal schauen, die Runde muss auf jeden Fall jetzt passen, wenn ich hier weiterkommen will. Schwartzmann ist, glaube ich, sogar weiter, weil der war zumindest mal nicht da ganz hinten bei den Plätzen, wo ich es gesehen habe. Auf jeden Fall gut gemacht von Ocon, der jetzt von uns ein bisschen vielleicht aufgehalten wird. Aber wir sind auf jeden Fall auch schnell unterwegs, über 3 Zehntel aktuell schon besser. Wurden nochmal knapp, 5 Zehntel, das müsste hoffentlich reichen. Boah, das könnte echt knapp gewesen sein, aber 5 Zehntel ist doch eigentlich echt sehr, sehr gut. Am Ende der Session Schwartzmann auf Platz 14, sehr, sehr gut. Und wir auf Platz 16, jawohl, Alter, war das knapp. Leider aber die Konkurrenz wie Gasly und Alonso schon relativ weit vorne. Okay, jetzt in Q2 nochmal am Ende rausgefahren mit frischen Reifen.
Mal schauen, ob wir am Ende besser als Platz 16 sind. Q3 wäre auf jeden Fall eine große Überraschung, aber ich denke mal, so Platz 15 sollte wenigstens mal drin sein. Vor Tsunoda immerhin, aber das Problem ist halt eben, dass wieder mal Gasly sehr, sehr stark ist und wahrscheinlich mal wieder gute Chance auf Punkte hat. Aber wir müssen auf jeden Fall unbedingt vor ihm ins Ziel kommen und natürlich auch vor Alonso, weil die beiden sind natürlich die besten Fahrer von Alpine und AlphaTauri jeweils. Ah, hier nicht ideal bei diesen beiden Kurven. Bisschen halt über diesen Curb gekommen, der halt leider sehr, sehr hoch ist. Dadurch bisschen Zeit verloren. Boah, am Ende der Runde hat sich ganz gut eigentlich angefühlt und die Zwischenzeiten waren auch gut und wir sind auf Platz 14, okay. Da merkt man, da wäre auf jeden Fall noch mehr drin gewesen in den letzten Kurven. Ich glaube 13. Sehr schön. Also 2/13 mehr wäre aber trotzdem noch drin gewesen, hätte ich eben eine perfekte Runde gehabt. Ich dachte nicht, dass ich noch so schnell fahren kann. Am Ende sind wir 13. Da bin ich auf jeden Fall ganz zufrieden eigentlich. Klar wäre auf jeden Fall, wie gesagt, noch mehr drin gewesen. Also Platz 12 im besten Falle. Oder vielleicht sogar Platz 11 mit ganz viel Glück. Aber immerhin vor Schwarzman. Zwei Plätze gerade mal hinter Alonso. Plus Pierre Gasly. Der wird auf jeden Fall echt relativ weit vorne landen, leider im Qualifying. Ich hoffe, wir bleiben dann wenigstens vor Alpine. Aber unser Ziel ist natürlich letzten Endes vor beiden Teams in der Konstrukteurs-WM zu bleiben. Also wird auf jeden Fall schwer gegen Gasly. Aber gegen Alonso soll das auf jeden Fall machbar sein im Rennen. Tempo hat sie nicht bis an die Spitze gebracht. Wird das morgen zu Problemen? Glauben Sie, dieses Team bringt die volle Leistung? Sie haben heute ganz schön Lack einbüßen müssen. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Grip? Oh. Klasse, das war dann alles. Willkommen auf dem Yas Marina Circuit, dem Schlusspunkt einer weiteren spannenden Saison der Formel 1. Wir lassen dieses atemberaubende Jahr auf einer Strecke ausklingen, die in ihrer kurzen Geschichte schon viel Ruhm und Kummer gesehen hat. Es ist Zeit, die Saison mit Stil abzuschließen. Es ist Zeit für den Abu Dhabi Grand Prix. Der Yas Marina Circuit ist 5,4 Kilometer lang und wartet mit 21 Kurven und zwei sehr langen Geraden auf. Die DRS-Zonen vor den Kurven 8 und 11 bieten gute Überholmöglichkeiten. Die Strecke verfügt aber auch über einige tückische Kurven. Insbesondere Turn 15, 16 und 17 haben es in sich. Da werden die Bremsen oft auf harte Proben gestellt. Und wie immer sitzt heute Stefan Römer neben mir in der Kommentatorenkabine. Erklär doch mal ganz kurz, was genau die Fahrer tun werden, um das Gerangel bei Kurve 1 zu überstehen. Naja, Heiko, man muss mit dem Gaspedal schon etwas aufpassen. Man muss diszipliniert bleiben und darf nicht versuchen, das Rennen schon in der ersten Runde zu gewinnen. Manchmal muss man auch den Fuß vom Gas nehmen, um den Abstand zu den anderen zu vergrößern. Es zahlt sich zwar manchmal aus, im Pulk als Letzter zu bremsen, aber es ist auch ein leichter Weg, seinen Frontflügel zu verlieren. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Valtteri Bottas steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Verstappen, Leclerc, Sergio Perez und Vettel, Andreas, Stroll, Schwartzmann und Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Raikkonen, Antonio Giovinazzi und Sainz. Er hat eine Gridstrafe erhalten. Russell, Mick Schumacher, Pierre Gasly und Nicolas Latifi. Tsunoda, Mazepin, Ocon. Wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Und Lando Norris startet aus der hintersten Reihe.
Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute hier triumphieren wird. Damit sind wir jetzt im Rennen am Start und ich schaue auf jeden Fall mal Benzin. Es sind ja eben 14 Runden zu fahren und beim letzten Rennen waren es 15 und da hat es mit 1,5 noch genau irgendwie gepasst. Deshalb würde ich sagen, hole ich diesmal für 12,6 Runden Benzin. Mit dürfte, glaube ich, passen. Damit gehen wir es auf jeden Fall an. Starten auf Soft, dann nochmal auf die Medium später. Ich schaue mal kurz, gab es irgendwelche Strafen? Jo, was? Ich habe gar nicht genau geachtet. Wir starten von Platz 7. Geil, Freunde. Ach du Scheiße, was ist das denn? Also wir mit Lotus anscheinend gut darauf geachtet, dass wir immer genügend Motoren haben. Aber dadurch ist Gasly mal wieder mega weit hinten. Er startet von Platz 17 gerade mal. Geil, Alter. Sehr, sehr nice. Richtig geil, genau wie in Brasilien. Wir eben wieder mit einer guten Chance, einige Punkte zu holen. Aston Martin zwar auch weit vorne, aber Alonso nur 11. mit Alpine. Das ist auf jeden Fall echt geil. Schwarzmann 9., wir 7. Und damit haben wir eigentlich die beste Ausgangslage, um eben den Platz 6 in der Konstrukteurs-WM zu sichern. Jawohl, damit gehen wir es an. Auf jeden Fall geil. Krasse Ausgangslage. Und damit geht es auf jeden Fall los. Die roten Lichter erlöschen. Und damit beginnt der letzte Grand Prix in der Saison in Abu Dhabi. Start war ganz okay. Boah, Vettel zieht schon mal rüber. Erstmal aufpassen beim Bremsen. Wir haben auf jeden Fall relativ viel Platz außen gehabt. Immer noch kurz neben Vettel gewesen, jetzt hinter Vettel. Also fast einen Platz gut gemacht, aber hat eben nicht ganz gereicht. Boah, nein, 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 kein Unfall. Stroll ist vorbei. Wir bremsen wieder rein. Holen uns den Platz wieder, sehr schön. Oh, da gab es gelbe Flaggen, kurz mal. Wir waren zwar neben Vettel, aber danach gegen Stroll sogar kurz den Platz verloren. Wird auf jeden Fall schwer. Unsere Rennpace wird wahrscheinlich auch nicht so krass sein. Aber auf jeden Fall besser als im Qualifying, denke ich mal wieder. Also Punkte sollten schon drin sein. Das Gute ist, wir haben natürlich wie immer weniger Benzin. Dadurch sind wir sowieso schon ein bisschen schneller wie immer im Rennen. Aber trotzdem, das Wichtigste wird auf jeden Fall sein, im DRS-Fenster von Vettel zu bleiben erstmal. Weil das wäre auf jeden Fall geil. Genauso in Brasilien hat uns ja das Ganze auch mega geholfen, dass wir eben die ganze Zeit im DRS von Sainz drin waren. Weil wir dadurch eben schön nochmal einige Sekunden gut machen konnten. Klar ist es einerseits auf jeden Fall cool, dass wir jetzt dadurch diese geile Ausgangslage haben durch die ganzen Strafplätze, aber andererseits auch schade, weil dadurch so ein bisschen die Spannung schon genommen wird, weil eben Gasly 2 Rennen hintereinander die Teile austauscht, statt eben in einem Rennen alle Teile auszutauschen, aber ja, kann man leider nicht ändern bei dem Spiel. Oh, jetzt aber ganz gut sogar ein Vettel rangekommen hier im zweiten Sektor. Unsere Pace aber echt gut, also besser als erwartet bisher. Wir sind schneller als Vettel. Und natürlich schneller als Stroll mit den Mediums, das war sowieso klar. Aber allgemein bin ich auf jeden Fall zufrieden bisher mit dem Rennverlauf. Kein Platz verloren am Start. Aber jetzt machen wir vielleicht einen gut gegen Vettel, wenn es eben passen sollte am Ende der DRS-Zone. Ich denke erst nach der nächsten eher, weil hier wird es auf jeden Fall schwierig. Wir sind auf jeden Fall schon mal sehr nah dran jetzt. Ja, war okay der Exit aus der Kurve. Jetzt sind wir nah dran, komm schon, DRS gegen Vettel. Die versuchen es außen, sind auf jeden Fall sehr schnell und sind vorbei. Und damit übernehmen wir Platz 6, sehr schön, richtig gut. Also echt eine gute Ausgangslage, sehr, sehr nice. Runde 6 dürfte auf jeden Fall nicht passen mit dem Stop, weil man dann sowieso schneller ist auf den frischen Reifen und die Reifen halten ja sowieso sehr, sehr gut hier bei 25% Renndistanz. Reicht aber auch, denke ich mal, hier in Abu Dhabi. Mit 14 Runden hat man auf jeden Fall schon eine Menge, die man fährt. Die Pace an sich eigentlich noch ganz okay, aber ich glaube, ich fahre auf jeden Fall trotzdem planmäßig in die Boxengasse. Also an sich fahren wir eigentlich noch echt gute Rundenzeiten, das ist halt das Ding. Also die Softs sind bei weitem noch nicht am Ende ihrer Leistung. Wir fahren auf jeden Fall jetzt planmäßig rein in Runde 6 hier in die Boxengasse. Mal schauen, ich hoffe, wir kommen nicht wirklich mitten im Verkehr raus. Oh, das war knapp. Mit dem Bremsen auf 80. Vettel dadurch ein bisschen näher dran, weil ich schon relativ langsam war beim Bremsen. Komm, 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 2,5, sehr schön. War okay, aber Vettel ist, glaube ich, näher dran. Oh, jetzt laufen wir auf jeden Fall auch schon fast hier auf diese Gruppe auf. Aber da fahren sowieso jetzt einige rein, sehr schön. Oh, wir sind direkt jetzt hinter Leclerc und Perez. Alles klar. Einfach mal 3 Sekunden dadurch gut gemacht, dass sie eben aufgehalten wurden. Krass. Da kommt Schwarzman. Stroll auch schon. Okay, relativ früh in der Box leider. Ich dachte vielleicht, dass Schwarzman durch einen Undercut vorbeikommen könnte. Oh, scheiße. Stroll mit Soft könnte echt noch schnell sein. Beim Benzin müssen wir vielleicht ein bisschen darauf achten. 0,66 immer noch im Minus. Ich versuche mal ein bisschen früher hochzuschalten. Und eben ein bisschen Lift and Coast, weil das könnte doch ein bisschen kritisch werden.
Oh, was mit Schwartzman passiert? Ach man, warum ist er jetzt in McLaren vor Schwartzman? Und er hält sogar jetzt einige Leute leider auf. Also seine Pace nicht die allerbeste gerade. Da immer 0,1 pro Runde mache ich ungefähr Gewinn beim Benzin. Also in 4 Runden wären wir wirklich fast genau bei der Grenze, wo es passen würde. Alter, unsere Pace ist auf jeden Fall echt viel, viel langsamer geworden hier im zweiten Stint. Und das eben zum Großteil wegen dem Benzin. Ansonsten wären wir auf jeden Fall wieder gleich schnell wie Vettel. Oder halt sogar ein bisschen schneller. Im ersten Stint waren wir auf jeden Fall schneller als Vettel und Stroll. Jetzt hier im zweiten sind wir auf jeden Fall der langsamste hier. Oh, jetzt ist Vettel extrem nah dran. Gerade mal 3/10. Ach, da, scheiße. Vettel hat jetzt eine sehr, sehr gute Chance. Wir hauen auf jeden Fall alles raus an Überholmodus, was wir haben. Vettel versucht es innen. Und Vettel ist neben uns. Bitte lass uns genug Platz. Wir sind noch vorne geblieben, jawohl. Damit immer noch auf Platz 8, auf Platz 6. Aber Vettel hat auf jeden Fall einen schlechten Exit. Damit auf jeden Fall nochmal gerettet fürs Erste. Okay, Kimi Räikkönen ausgeschieden, schade. Bei seinem letzten Rennen in der Karriere scheidet er eben aus. Hat ja sowohl im Spiel als auch in Real Life eben seine Karriere beendet. Nach der Saison. Boah, was macht Vettel, Alter, so nah dran? Ist echt unglaublich. Unsere Reifen sind erst bei 20%, aber fühlt sich so an, als wären die schon bei 40%. Sehr gut aus der Kurve raus, damit sollten wir nicht safe sein. Vettel kommt zwar ran, aber reicht auf keinen Fall für ihn. Sehr schön. Bei der DRS-Zone passt das, glaube ich, auch. Vettel zwar wieder näher ran, aber kommt auf keinen Fall vorbei. Und damit haben wir eigentlich relativ safe den 6. Platz, Freunde. Und damit eben auch den 6. Platz in der Konstrukteurswertung. Nochmal 8 Punkte. Sehr gutes Rennen auf jeden Fall. Die Pace im ersten Stint vor allem echt stark gewesen. Bottas gewinnt auf jeden Fall nochmal schön. Bei Mercedes bin ich mal gespannt, wer da alles wechseln wird hier im Spiel. Aber auf jeden Fall nice. Dank den Strafen eben nochmal Punkte mitgenommen. Und eben nur dadurch wahrscheinlich eben genug Punkte, um eben 6. zu werden, weil eben Gasly auch eine Strafe hatte. Wir kommen auf jeden Fall auf Platz 6 ins Ziel. Sehr nice, Freunde. Wir haben es geschafft. Nochmal 8 Punkte. Schwartzman, glaube ich, keinen Punkt mehr leider bekommen. Aber wir auf jeden Fall mit Platz 6 bin ich sehr, sehr zufrieden. Alles getan, was von ihm erwartet wurde, um den Plan des Teams perfekt umzusetzen. Ein glänzendes Beispiel dafür, dass das hier ein echter Teamsport ist. Die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens. Also hier das Endergebnis, Bottas gewinnt vor Hamilton, dann Verstappen, Leclerc, Perez, wir auf Platz 6, eben Vettel überholt, ansonsten der Rest hier erkennbar, Schwartzman, sogar nur noch 14. geworden, alles klar, also mit dem Mega-Abfall bei seiner Pace nochmal am Ende, aber wir haben auf jeden Fall genug Punkte, lediglich Alonso konnte eben einen Punkt holen und damit in der Rangliste immer noch 10. bei den Konstrukteuren auf Platz 6, Alpine sogar nochmal an Alpha Tauri vorbeigezogen, also lief echt alles andere als erwartet, nach geilem Qualifying konnte eben Gasly durch die Strafe leider keine Punkte mehr holen, aber das auf jeden Fall geil für uns. Und ich habe eben gesehen, ab heute, dem 13.09. ist endlich mal Portugal drin bei Formel 1. Auf jeden Fall geil, also Portimão. Und das heißt, ich werde auf jeden Fall das Update gleich mal installieren, damit wir das auf jeden Fall auswählen können für die kommende Saison in der Karriere. Ich bin recht zufrieden damit. Es steht wohl außer Frage, dass Sie hier alle Erwartungen übertreffen. Sie haben sich viel mit der Entwicklung neuer Komponenten beschäftigt. Danke für den Kommentar. So, damit am Ende der Saison, Freunde. Und ich gehe auf jeden Fall nochmal rein in die Vertragsverhandlungen. Und zwar mit Robert Schwartzman. So, ich gehe auf jeden Fall erstmal in die Vertragsverhandlungen. Und zwar würde ich sagen, erstmal zum Fahrermarkt. Aber was man auf jeden Fall machen kann, erstmal das hier. Und das war's dann auch schon. Boah, krass, hä? Wir sind einfach mal jetzt vor Ferrari sogar schon auf McLaren-Niveau. Krass auf jeden Fall. Dann kann man auf jeden Fall nochmal ein Update wahrscheinlich starten. Und zwar ist ja eigentlich relativ egal, welches. Und zwar einfach mal ein dickes DRS-Update. Nur 19% Fehlschlagrate. Kann man auch nochmal mitnehmen. So, dann gehe ich auf jeden Fall in den Fahrermarkt. Wir haben 4,92 Millionen. Auf jeden Fall nicht schlecht. Wen könnte man sich leisten? Mick Schumacher? Nee. Mazepin zu schlecht. Ja, okay. Wir haben mit 4,9 Millionen sowieso nicht genug. Das heißt, wir verlängern auf jeden Fall mit Robert Schwartzman. Das dürfte auf jeden Fall passen. So, dann
biete ich ihm auf jeden Fall 2,12 Millionen, dürfte passen. Und Schwartzman dürfte wahrscheinlich weitermachen bei uns. Sehr schön, genau. Perfekt, das passt dann auf jeden Fall. Also nochmal Schwartzman verlängert. Okay, dann gehe ich auf jeden Fall nochmal ins Interview rein mit Will Buxton zum Presseinterview. Nochmal zum Abschluss. Mal wieder das Standardinterview, man kennt es. Sie sind in einem früheren Interview auf das Thema seelische Gesundheit im Sport eingegangen und haben erwähnt, dass Sie in Ihrem Hauptquartier ein Programm für seelische Gesundheit ins Leben gerufen haben. Keine Ahnung, wann ich sowas gesagt habe. Es ist zu Ohren gekommen, dass Ihr Teamkollege gegenwärtig Schwierigkeiten mit dem hohen Arbeitsvolumen hat. Könnte das irgendwann seine Leistung beeinträchtigen? Andere Teams haben viel mehr Geld in ihre Einrichtungen gesteckt als Sie. Sind Sie mit dem, was Sie haben, zufrieden oder fehlen die... Ihr zweiter Fahrer scheint ja unglaublich schnell Fortschritte zu machen. Ist er besonders enthusiastisch? Oh ja, Schwartzman auf jeden Fall gut. Kann man in Bezug auf Teamanordnung sagen, dass Ihre eigene Karriere Vorrang hat? Nochmal ein nices Interview, auf entspannt. So, dann gehe ich nochmal kurz voran, Saisonende. Saison kann man eben jetzt abschließen, aber das mache ich dann wie gesagt im nächsten Part. Oder vielleicht gehe ich nochmal kurz weiter, mal schauen, was man dann schon auswählen muss. Aber hier nochmal auf jeden Fall den Überblick von der Saison. Wir eben mittlerweile bei der Entwicklung echt weit vorne und zwar eben vor Ferrari, knapp hinter McLaren, auf jeden Fall geil. Und hier nochmal die Abschlussrangliste, Hamilton eben Weltmeister vor Bottas, Verstappen nur Dritter und dann eben hier der Rest der Fahrer wie auf Platz 10 und eben Konstrukteure auf Platz 6, Schwartzman einen Punkt. Hier nochmal die ganzen Einzelergebnisse, auf jeden Fall einige gute mit dabei gewesen. Ein vierter Platz eben das beste Ergebnis. War auf jeden Fall echt eine sehr, sehr geile erste Saison. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Trophäen leider keine. Und ja, das war's dann auf jeden Fall. Wir gehen auf jeden Fall jetzt mal in die nächste Saison. Bisschen Anerkennung nochmal dazu bekommen. Schwartzman auch. Okay, damit jetzt Teamrang 15. Sehr schön bei der Anerkennung. Und Geld 24 Millionen. Ach du Scheiße, Alter. So viel. Durch Platz 6 eben alleine schon 15 Millionen. Das ist halt echt krank. Auch irgendwie immer ein bisschen dumm, dass man das Geld erst nach der Saison bekommt. Okay, Saison abgeschlossen. Hier nochmal die Statistik. Sehr schön. Also gab auf jeden Fall echt einiges an Geld. Und damit würde ich auf jeden Fall sagen, sind wir auch am Ende von der heutigen Folge angelangt. Lasst den ganzen gerne nochmal zum Abschluss ein Like da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr neu seid und keine weiteren Videos verpassen wollt. Also Freunde, das war's dann. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zur nächsten Saison. Dann hole ich auf jeden Fall hoffentlich Portimao mit rein, wenn das noch geht. Aber ich denke mal schon. Also Freunde, habt noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao.